Und vor allen Dingen, was ist, man wird eben seiner Freiheitsrechte beraubt. Ja, man wird unter Generalverdacht gestellt, seiner Freiheitsrechte beraubt. Und das hat mich doch wirklich wiederum noch treuer gemacht. Ich habe mir auch gleich gesagt, ich lege Beschwerde ein. Daraufhin habe ich einen Platzverweis gekriegt. Das hätte ich nicht sagen dürfen. Ja. Aber das Recht dazu habe ich. Also habe ich es auch wahrgenommen. Und dann habe ich zum Glück, und da möchte ich eben darüber informieren, hier und heute, für die Menschen, denen es vielleicht genauso gegangen ist, oder in der Vergangenheit oder in der Zukunft, dass ich hier ein Musterschreiben habe. Und da geht es eben darum, es ging an die Staatsanwaltschaft Stuttgart, und das ist eine Strafanzeige gegen Polizeivizepräsident Markus Eisenbraun. Also wir erinnern uns, das ist nicht der freundliche Herr, den der Tom vorhin lobend erwähnt hat. Und er eben auch gesagt hat, es geht um die Verhältnismäßigkeit. Ja, man kann nicht friedliche Bürger, die eventuell vielleicht eine Ordnungswidrigkeit sich zu Schulden haben lassen, eventuell vielleicht, behandeln und dann selber die Polizei zu Straftätern wird aufgrund der Gewaltmaßnahmen. Also das war der gute Stuttgarter Polizeipräsident, oder war der Vizepräsident Markus Eisenbraun. Der hat es wohl gesehen, was mit seinem ehemaligen Vorgesetzten passiert ist, und hat sich gedacht, nee, ich mache das wohl diesmal lieber so, wie man mir das sagt. Und er hat uns eben in unseren Freiheit eingeschränkt. Und deswegen gibt es nun eine Strafanzeige. Ich fordere euch, oder ich möchte euch anregen, das auch so zu tun. Erstmal wird der Sachverhalt geschildert, dass man halt eben in Stuttgart unterwegs war und auf einmal nicht mehr weitergehen konnte, weil die Straßen versperrt waren. Es kamen weitere Polizeikräfte und haben die Menschen, die sich unmittelbar zwischen Breite Straße und Nadlerstraße befanden, eingekesselt. Die eingekesselten Menschen gehörten offensichtlich zu einem Demokratie-Renovationsaufzug, heißt es. Der anwesende Rechtsanwalt, muss ich das Blatt wenden, es tut mir leid, Ralf Ludwig, hat sich gegenüber... mehreren anwesenden Polizisten als Rechtsanwalt zu erkennen gegeben und nachgefragt, warum die Menschen eingesperrt seien. Eine Antwort wurde ihm nicht gegeben. Die Polizisten haben lediglich sehr aggressiv Menschen daran gehindert, das kann ich bestätigen, das betraf auch mich, aus dieser Umsperrung herauszukommen bzw. andere in diese Umsperrung hineinzugehen. Wir wurden ja auch von Freunden und Bekannten getrennt, ich war mit einer Freundin unterwegs. Es waren Personen, die miteinander in Begleitung waren, genau, wurden dadurch getrennt. Da immer mehr Menschen in Richtung Breite Straße geströmt sind, hatten es kurz den Eindruck, als sei die Polizei nun eingekesselt, da auf beiden Seiten der Polizeiketten viele Menschen standen. Die Polizei hat dann durch nachgeforderte Kräfte sämtliche Zu- und Abgänge versperrt und dann die innere Kette aufgelöst. Hierdurch waren alle an der Breiten Straße befindlichen Menschen eingesperrt und konnten den Platz nicht mehr verlassen. Unter anderem ich. Rechtsanwalt Ludwig hat daraufhin mehrfach versucht, und ich habe das auch gesehen, ich kann es bestätigen, Polizisten anzusprechen, beziehungsweise einen der zuständigen Einsatzleiter, Zugführer oder eine Person vom Ordnungsamt zu erreichen. Nachdem sich niemand zuständig fühlte, allerdings auch keinerlei Ausgänge bereitgestellt worden sind und keine verantwortliche Person sich zu erkennen gegeben hat, hat der Anwesende Michael Ballweg eine Eilversammlung ausgerufen unter dem sinngemäßen Titel gegen willkürliche Polizeimaßnahmen. Es geht hier um Willkür. Willkür ist das Wort. Ja. Es gibt ja auch gute Polizeimaßnahmen. Wenn man wieder ein Drogendealerring aufgelöst wird, bin ich sehr, sehr dankbar. Bitte gerne in Berlin, ja, aber auch in Frankfurt, Karlsruhe. Also da bin ich sehr, sehr glücklich über solche Polizeimaßnahmen. Aber wenn friedliche Bürger in ihrer Freiheit beraubt werden, willkürlich, bin ich etwas unglücklich. Nachdem er Ballweg die Eilversammlung ausgerufen hat, hat Rechtsanwalt Ludwig als anwaltlicher Vertreter des Versammlungsleiters der Eilversammlung mit einem zur Verfügung gestellten Megafon die Leitung der Polizei dazu aufgefordert, kooperativ über eventuelle Versammlungsauflagen zu sprechen und allen Menschen zu ermöglichen, offene Zugänge zur Art und Abgänge von der Versammlung zu haben. Seitens der Polizei kam keinerlei Reaktion. Stattdessen wurde nunmehr über einen bereitgestellten Lautsprecherwagen durchgesagt, dass es sich an der Breiten Straße um eine rechtswidrige Ansammlung halten würde. Und es war es nicht.
Ja, das war es nicht. Ja, das war einfach, dass die Leute festgehalten wurden. Dadurch wurde es zur Ansammlung. Woher war das überhaupt für keine Ansammlung? Ja. Und die Polizei nunmehr Identitätsfeststellung vornehmen werde. Erst nach Feststellung der Identität dürften sich die Anwesenden entfernen. Und ich muss dazu sagen, auch meine Identität wurde rechtswidrig festgestellt. Ich bin zudem rechtswidrig erkennungsdienstlich behandelt worden. Und das ist irgendwie für mich echt richtig bitter. Ich bin jetzt eine 55-jährige Dame. Ich habe mir nie was zu Schulden gekommen lassen. Und hatte nie irgendwelche Probleme mit Polizei, Ordnungsamt oder sonst so irgendwie. Und finde es sehr unangenehm, in eine solche Maßnahme zu kommen. Ich finde, es ist auch ein Angriff an meine Würde. Und wie heißt es doch so schön, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und sie zu schützen ist die oberste Aufgabe. So sollte es überall auf der Welt sein, überall. Ja, wir kennen die UN-Charta, wir kennen die Menschenrechte, es sollte überall so sein. Und wir haben lange Zeit gedacht, naja, wie es im Kongo aussieht. Aber mittlerweile fragen wir uns, wie sieht es denn hier in Deutschland aus? Ja. Da hat, glaube ich, mal jemand die Strafe gekriegt, was gesagt hat, man darf es da gar nicht so sagen. Unsere Würde ist ein Friseurgesuch. Unsere Würde. Also deswegen stelle ich Strafanzeige wegen aller in Betracht kommender Delikte. Insbesondere stelle ich, Susanne, Strafanzeige wegen Nötigung in einem besonders schweren Fall, § 240 Absatz 4, Seite 2, Nummer 2 StGB, Freiheitsberaubung, § 239 StGB, grobe Störung einer nicht verbotenen Versammlung, § 21 Versammlungsgesetz, Verleitung eines Untergebenen zur Straftat, § 357 StGB, Verfolgung einer politischen Gruppe, § 7 Absatz 1, muss ich wieder wechseln, und diese Strafanzeige ist gerichtet gegen Herrn Markus Eisenbraun und sämtliche an der Umsperrung beteiligten Polizeieinsatzkräfte. Die werden dann wohl zu ermitteln sein, die hatten ja Dienstplan. Eine rechtliche Begründung für meine Strafanzeige finden Sie in der Strafanzeige des Rechtsanwalts Ralf Ludwig zum selben Geschehen am 17. April 2021 am selben Ort. Beweismittel, Zeugen und Urkunden. Zum Beispiel Bescheid über Platzverweis, da kann ich ja dann meinen traurigerweise dazulegen. Dritten Strafantrag, hiermit stelle ich wegen aller in Betracht kommenden Delikte zu dem Strafantrag. Und bitte alle, denen das gleiche passiert ist wie mir, auch, so setzen wir ein Zeichen. Auch wenn man wieder sagen kann, ich bin ein Idealist, Justiz gilt ja vielleicht gar nicht mehr, ich stelle trotzdem diesen Strafantrag und ich sage auch, warum ich es mache. Selbst wenn er nicht bearbeitet wird. Also unser lieber Freund Karl Hilz hatte mal gesagt, ja, das ist oftmals so, wenn man eine Anzeige aufgibt gegen Polizeibeamte, tut es die Staatsanwaltschaft oftmals gar nicht bearbeiten. Das geht halt immer nur dann, wenn man einen Anwalt hat und es dann direkt mit der Staatsanwaltschaft einreicht. Und da wir dann so viele Fälle sind und es mit Nachdruck dann tun, darf das die Staatsanwaltschaft nicht übersehen. Selbst wenn sie es tut, ist ein weiterer Rechtsbruch offensichtlich. Und ich selbst einmal werde meinen Kindern und Enkelkindern sagen können, wenn sie mich fragen, Mama, Oma, was hast denn du damals gemacht 2020, 2021? Dann kann ich sagen, ich war auf der Straße, ich habe Petitionen geschrieben, ich habe Briefe geschrieben, ich habe Anrufe gemacht, ich habe Faxe gemacht, ich habe Kundgebungen angemeldet, Eilversammlungen, Spontanversammlungen und Strafanträge gestellt. Ich habe alles gemacht. Und mit diesem Wissen werde ich dann irgendwann mal, wenn es der Tag kommt, auch mit gutem Gewissen gehen. Und ich stehe hier an der Stelle, weil ich habe auch ein Motto geschrieben für die heutige Versammlung und die nächste. Und zwar, unser deutsches Bundesverfassungsgericht, was ein freier Appell, muss unsere Grundrechte schützen und dann eben auch unsere Menschenrechte und unsere Kinder. Und habe auch dazu geschrieben, die Richter, die hier tätig sind, sollen doch bitte bedenken, dass sie eines Tages auch vor einem Richter stehen werden. Auch wenn sie das heute zu vergessen drohen, aber es wird so sein. Ich möchte gerne, jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit bis 19 Uhr.
Ich hätte, ja, ich habe noch jemand, wo noch was sagen möchte. Hier nehme ich doch jetzt noch einen Schreiber noch von einem Anwalt dabei, weil wir haben hier juristische Fälle, wo wirklich nachgewiesen wird, dass das geschieht nicht ist. Ich gebe das Mikro gerade dahin. So, mir ist es ein wichtiges Thema, viele kennen mich. Ich bin die Küste Israel. Ja, seit einem Jahr im Widerstand, seit einem Jahr kundtun bezüglich der Maßnahmen, viele Verschwörungstheorien, die zur Wahrheit geworden sind. Mein neuester Spruch immer, wenn Verschwörungstheorie zur Wahrheit wird. Ja, und das sind ganz viele Dinge. Ja, mein Anliegen, mein Beweggrund ist mein Sohn gewesen letztes Jahr. Der ist 14 Jahre alt. Ich kann jetzt nur von ihm sprechen. 7. bis 9. Klasse, vollkommen vergessen seit Dezember. Ja, große Aufregung war, als es gehießen hat, ja, am 19. April öffnet die Schule wieder, aber nur unter einer gewissen Voraussetzung, und zwar mit einem negativen Nachweis. Halte ich sehr bedenklich. Ich habe alles getan, ich habe mit meinem Sohn geredet. Ich denke, er wird 15 Jahre, er kann selbst entscheiden, was für ihn richtig ist, auch wenn ich anders denke, das macht gar nichts, aber ich lasse ihm seinen freien Willen. Und ich habe ihn... Und es ist natürlich für mich schwer, weil ich seit einem Jahr hier im Widerstand bin, die Augen zuzumachen und zu sagen, okay, wenn du in die Schule möchtest und diesen Test machen möchtest mit vollem Risiko, dann, ich habe meinem Sohn das Versprechen gegeben, ich werde immer alles tun, was in seinem Interesse das Beste ist. Und wenn er meint, er möchte in die Schule gehen, weil er ein Einzelkind ist und weil er die sozialen Kontakte braucht, verfluchte Scheiße, ich kann sogar nachvollziehen, dass er in die Schule will. Aber jetzt ist wirklich meine Frage, der Herr Lauterbach diskutiert darüber und erzählt ganz offensichtlich, dass doch die Gewerkschaften der Arbeitnehmer sich nicht bereit erklären für eine Testpflicht und es bleibt freiwillig. Jetzt frage ich ganz ehrlich, wo seid ihr Eltern? Wo seid ihr? Ihr macht es mit? Ihr macht es mit? Wenn mein Kind in der Grundschule wäre, das noch nicht eigenständig denken kann, Entschuldigungen und Entscheidungen treffen könnte, würde ich mein Kind zu Hause lassen. In dem Fall habe ich gesagt, okay, du darfst in die Schule, guckst dir an, machst mit. Wenn du dich nicht wohlfühlst, dann kannst du immer noch sagen, Mama, hol mich hier raus und ich hole ihn raus. Aber ich bitte euch wirklich, nochmal in euch zu gehen, das den Menschen zu erzählen. Die Arbeitgeber, die Arbeitnehmer sagen nein, dann wird es akzeptiert. Die Eltern sagen nein und es wird nicht akzeptiert. Wer erzieht denn unsere Kinder? Wer ist denn für unsere Kinder verantwortlich? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich dachte immer, wir sind die Schuld.